Vielen Dank. Herr Kollege Aiwanger, bitte. Ja, Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema beschäftigt uns und wir sehen, dass sich dieses Thema Tag für Tag immer mehr zuspitzt. Dieses Thema, wie gehen wir mit dieser Zahl von Flüchtlingen um? Wir begrüßen es als Freie Wähler natürlich, dass man hier Pläne erarbeitet, wie man in Einzelfällen Problemlösungen näher kommt. Es wird keine Maßnahme für sich genommen, die Lösung bringen, sondern es wird ein Bündel an Maßnahmen sein können. Und wie Sie dieses Ding nennen, vielleicht streiten wir ja zu viel um die Namen und um die Texte, die drüber stehen, wenn ich hier Transitzone höre und lese. Und unterm Strich ist das nicht mehr und nicht weniger als eine ordentliche Kontrolle dessen, wer denn überhaupt über die Grenze kommt, nachdem das EU-System nicht funktioniert. Vielleicht sollte man da an beiden Seiten etwas abrüsten. Auf der einen Seite nicht weiter so tun, als würden wir damit alle Probleme lösen und auf der anderen Seite nicht so tun, als würden hier Menschenrechte dann mit Füßen getreten. Wenn hier 5.000 und mehr Menschen über die Grenze kommen, dann müssen wir als Bundesrepublik Deutschland in der Lage sein, zu wissen, wer das ist. Es ist schlimm genug, dass das passiert. Es ist schlimm genug, dass sich EU-Partner nicht an geltendes Gesetz halten und hier unter Umgehung von Dublin und Schengen diese Leute unregistriert weiterreisen lassen. Und dann ist es natürlich auch eine Kapitulation der deutschen Politik zu sagen, okay, dann holen wir die gleich mit Sonderzügen ab, um hier nicht so viel Staub aufzuwirbeln. Dann merkt das keiner. Es kann aber auf Dauer nicht die Lösung sein, zu sagen, an der Grenze schauen wir nicht genau hin, weil das würde die Menschen zurückstauen. Und dann stehen 20.000 Menschen in der Warteschlange. Lieber lassen wir es alle durch und kontrollieren die Eintrittskarte gar nicht. Das macht kein Fußballverein bei einem Fußballspiel, aber wir lassen Leute in dieser Zahl ins Land. Meine Damen und Herren, und wir kommen immer mehr auf einen Punkt. Wir kommen immer mehr auf einen Punkt, wo sich niemand drum herumwinden kann. Wir müssen als Bundesrepublik Deutschland in der Lage sein, zu bestimmen, wer über unsere Grenzen geht. Wenn wir das nach außen verlagert haben an die EU-Partner und es funktioniert dort nicht, müssen wir selber das Heft des Handelns wieder in die Hand bekommen. Warum? Weil wir sonst erpressbar werden. Und wenn Sie sich die Situation momentan ansehen, dann sitzt Frau Merkel etwas hilflos auf einem türkischen Sofa und muss vieles unterschreiben, was ihr Herr Erdogan vorlegt. Er will 3 Milliarden Dollar oder Euro, er will Visumfreiheit, er will Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen, er will den Blankoscheck, dass sein Land eine Demokratie ist. Und unter der großen Not wird Frau Merkel vielleicht die Dinge unterschreiben, zum vielleicht nach außen nicht ganz so zugeben, aber es wird im Lauf der nächsten Monate dann sichtbar werden, was man hier zusagt, öffentlich bekannt oder hinter den Kulissen. Warum muss sie das tun? Weil wir als Deutschland quasi den Türken schon offenbart haben, wir sind selber nicht mehr in der Lage, wir haben politisch nicht mehr die Mehrheiten, das durchzusetzen. Eine ganz andere Verhandlungsposition hätte Frau Merkel, wenn sie hingehen könnte und sagt, bitte macht's das nicht. Und wenn sie es weitermacht, ja, dann sorgen wir selber für Recht und Ordnung in unserem Land. Und solange wir das nicht hinbekommen, ist alles heiße Luft und wird sich alles noch mehr zuspitzen. Sie werden als Regierung, als CDU, CSU, SPD in sehr naher Zukunft, und das muss gar nicht bis zu den nächsten Wahlen sein, weil ich glaube, dass vorher schon der Kittel so weit brennt, dass Sie hier Farbe bekennen müssen, einen Weg finden müssen, wie Sie rechtmäßige Zustände wiederherstellen, entweder gegenüber den EU-Partnern. Und wenn die nicht willens sind, dann werden Sie selber an den Grenzen so genau hinschauen müssen, dass wir wissen, wer über die Grenze geht. Ich will gar kein Szenario an die Wand malen, aber man stelle sich vor, nur einer dieser Unregistrierten begeht in Deutschland eine größere Straftat. Ich will den Namen gar nicht in den Mund nehmen, was hier denkbar ist. Dann wird die Stimmung der Bevölkerung explosiv sein und sie wird die Regierenden verantwortlich machen. Sie sind diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass sie wissen, wer sich im Land aufhält. Und wenn uns die Bürgermeister draußen sagen, beim Weg zur Erstregistrierung verschwinden die Leute und wir haben 10.000 im Land, Kollegin, die nicht bekannt sind, am Ende bitte gerne. Entschuldigen Sie, Herr Kollege, das überlegen Sie sich bitte nochmal, was Sie jetzt gesagt haben, ja? Wir unterhalten uns nachher beide drüber. Okay, also wie gesagt, wir werden dann als Regierende
von der Bevölkerung gefragt werden, warum habt ihr dort zugesehen, warum habt ihr den Bruch dieses Rechts akzeptiert? Sie sind in der Bundesregierung, Sie müssen jetzt Antworten liefern und nochmal, Sie müssen Ordnung und Recht wiederherstellen, sonst sind wir international erpressbar und im Land wird die Unruhe weiter zunehmen und der politische Handlungsdruck steigt ins Unermessliche. Wenn wir jetzt keine Lösungen finden, dann, jetzt will ich nicht sagen Gnade uns Gott, aber dann wird sehr vieles sich noch deutlicher verschärfen, was wir heute nur in Ansätzen erkennen. Da will ich gar nicht Angst machen, sondern das ist die Situation. Wir müssen wieder Herr des Verfahrens werden. Das sind wir derzeit nicht. Vielen Dank, Herr